Die dunkle Wahrheit über Ron Bilecki. Was ist denn das? Lol. Er ist der YouTuber, über den gerade jeder redet. Denn kaum jemand anderes ist momentan so relevant wie der Erfinder des Tornados, Ron Bilecki. Doch auch wenn er seit einiger Zeit immer öfter in Interviews, Meme-Compilations und den Vlogs der bekanntesten deutschen YouTuber auftaucht, stellen sich immer mehr Leute folgende Frage. Wer ist Ron Bilecki überhaupt? Und was ist eigentlich los mit ihm? Denn sobald man seine Videos sieht, wird direkt... Ja, genau das denkt man sich. Klar, dass Ron ein ziemlich außergewöhnlicher YouTuber ist und sein Alltag alles andere als normal ist. In diesem Video wollen wir die Frage beantworten, wie Ron so berühmt wurde, zeigen, was er damals in seiner Jugend alles für verrückte Dinge brachte und euch auch die vielen dunklen Seiten seines intensiven Lifestyles genau wie anders er mit kurzen Haaren aussieht, lol. Vorstellen. Es wird also sehr spannend, also bleibt unbedingt... Das war der Pearl-Tisch, ich erkenne ihn bisher. Denkt dran, hier, bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Comments, was ihr so von Ron Bilecki... Auf Ron zu sagen jetzt. ...haltet. Ron. Um zu verstehen, wie Ron überhaupt zu der Person wurde, die er heutzutage auf YouTube verkörpert, muss man erst einmal... Ist er das? ...an einen Blick in seine Vergangenheit werfen. Ron Bilecki wuchs 1998 in Berlin-Schöneberg als Sohn deutsch-polnischer Eltern auf und bis zu seinem 14. Lebensjahr hatte er... immer wieder mit leichtem Übergewicht zu kämpfen. Auch wenn das an sich heutzutage nichts Ungewöhnliches ist, störte sich Ron schon damals als Teenager so sehr daran. Mal so ein Biest, dann Rocker Nutrition Deal, dann war so Fitnessmessen und so und dann war halt... Er war gefühlt Bodybuilder und trotzdem jede Woche feiern. Und ja, war trotzdem stark. Dass er anfing, Trimax 1:1 stimmt, regelmäßig Sport zu treiben. Bevor er 15 wurde, ging er schon mehrmals die Woche ins Fitnessstudio und begann so sehr früh damit, seinen Körper zu trainieren. Nach kurzer Zeit lernte Ron dann den Fitnesscoach und Online-Unternehmer Julian Ziedlow kennen. Durch Zufall gewann der 14-jährige Berliner dann auch ein Trainingsprogramm von Ziedlow, das den Titel vom Pummelchen zu Vin Diesel trug. Ron setzte die Ernährungsempfehlung aus dem Programm sofort um und störte sich auch nicht daran, dass ihn seine Mitschüler dafür belächelten, dass er sich sein Essen streng portioniert in Tupperdosen in die Schule mitnahm. Außerdem trainierte er ab diesem Zeitpunkt eisern und so konnte er schon nach kurzer Zeit große Fortschritte machen. Da Ron unbedingt etwas an seiner Figur ändern wollte, zog er das Programm fast vorbildlich durch. Und mit immer mehr körperlicher Veränderung begann sich auch sein Mindset zu ändern. Ron Bilecki wollte nicht nur dünner werden, sondern auch einen stählernen Körper haben. Abgerechnet wird am Strand. Um sich da... Abgerechnet wird am Strand. ...dann auch einen stählernen Körper haben. Abgerechnet wird am Strand. Um sich dafür selbst zu motivieren und seine Erfolge zu dokumentieren, fing Ron dann auch an, Bilder von sich auf Instagram zu posten und Trainingsvideos bei YouTube hochzuladen. Die Zuschauer waren von seinen schnellen Fortschritten und seiner sympathischen Art begeistert. Victor, das ist das Ding, so ein Victor. Und im Zuschauer waren von seinen schnellen Fortschritten und seiner sympathischen Art. Also Victor kenne ich, seitdem ich 10 bin oder so. Er war meine Mannschaft beim Fußball, Victor früher. Oh ja, Victor! Der hat früher, da waren wir 10, er hat seiner Schwester ins Zimmer gekackt. Da hat er so ein Video, da sieht es deine Schwester und sagt: Mama! Victor ist in mein Zimmer gekackt! Art begeistert. Und nach nur 3 Jahren Training hatte der damals 17-Jährige nicht nur Hunderttausende Follower, sondern auch einen voll durchtrainierten Körper, um den ihn viele erwachsene Sportler beneideten. Kurz vor dem Abitur machte Ron dann etwas, das viele seiner Mitschüler zunächst verwunderte. Er brach nämlich die Schule einfach ab. Allerdings nicht, um sich einem anderen Bildungsweg zu widmen, sondern um sich stattdessen voll auf seine neue Karriere konzentrieren zu können. Sein Ziel war es, Fitness-Influencer zu werden und durch Werbung und den Verkauf von Fitnessprodukten ein Vermögen aufzubauen. Und tatsächlich ging sein Plan zunächst auf. Der etwas pummelige Jugendliche war nun ein durchtrainierter junger Promi und in der deutschen Fitnessszene war der Name Ron Bilecki immer mehr Leuten bekannt. Nachdem Ron hunderttausende Abonnenten
Abonnenten erreichte, bekam er einen lukrativen Werbevertrag mit dem großen Fitnessprodukt. Und seitdem hat er mal Cash. Und dieses Cash hat er genau dafür ausgegeben, Woche für Woche. Der Hersteller Rocker Nutrition, der ihn bis heute sponsert. Geschäftsführer dieser Firma ist übrigens Julian Ziedlow, der den 14-jährigen Ron damals im Fitnessstudio entdeckt hat. Doch auch uns... Und dann kam natürlich auch das dazu. Und dann kam das hier dazu. Ein kleiner Schwimmring. 14-jährigen Ron damals im Fitnessstudio entdeckt hat. Doch auch unzählige andere Unternehmen wollten vom Erfolg des sportlichen Jugendlichen profitieren. Und so verdiente Ron immer mehr und mehr Geld. Er war ein beliebter Gast auf Veranstaltungen und in Sendungen und sammelte fast 500.000 Abos auf YouTube und unzählige Follower auf Instagram. Eigentlich war Ron im Alter von erst 18 Jahren auf dem perfekten Weg dahin, Deutschlands erfolgreichster Fitness-Influencer zu werden, doch auf einmal änderte sich das radikal. Ich glaube, da bin ich sogar auch da gewesen an dem Tag. Also ich und Ron kennen schon sehr, sehr lange, weil ich war auch schon mit 16, naja, bei mir ging es schon mit 14 los. Elli, was ist da? Psst. Ab 14, ja, okay, 16, ne, 18 plus Party, da habe ich Ron das erste Mal kennengelernt, also mit 18. Karl. Der YouTuber wurde mit der Zeit nämlich immer häufiger auf exklusive Partys und Events eingeladen, auf denen er dann auch immer wieder junge Frauen kennenlernte. Diese Seite seines neuen Lebens als Fitnessstar gefiel ihm so gut, dass er immer öfter Partys feierte, immer mehr Frauen traf und auch sein Alkoholkonsum begann stark zu steigen. Statt ein paar Mal im Monat feierte er teilweise mehrmals die Woche und blieb nicht selten auch mehrere Tage in Folge nicht nüchtern. Auch wenn so ein Lifestyle für Jugendliche natürlich nicht ungewöhnlich ist, begann es bei Ron zunehmend exzessiver zu werden. Mit der Zeit fing auch seine Fitnesskarriere an, darunter zu leiden. Statt Trainingsvideos und Fortschritte auf seinen Social Media Profilen zu teilen, lud er mehr und mehr Bilder von seinen Party wie das aussieht. Und Selfies mit fremden Frauen hoch. Auch seinen Alkohol- und Zigarettenkonsum begann er auf Instagram zu teilen, womit er seine Fitness-Follower etwas abschreckte. Dieser Lifestyle wirkte sich auch schon in kurzer Zeit auf seinen Körper aus und seine Fitnessfortschritte begannen langsam zu verblassen. Obwohl er extra sein Abi abgebrochen hatte, um Fitnessstar zu werden, hatte er bereits nach Monaten schon mit fast allen sportlichen Aktivitäten abgebrochen. Nicht nur das, er begann sich auch immer mehr selbst zu schaden. Sein Alkoholkonsum ging schon vor über 4 Jahren so weit, dass Ron im Sommer 2017 ein YouTube-Video hochlud, in dem er erklärte, dass er gerade nicht wisse, welcher Tag eigentlich wäre und dass er tagelang nur am... Ich weiß jetzt auch gerade nicht. Sonntag. ...feiern war. Ich schwöre auf alles, nie wieder Alkohol. Nie wieder Alkohol. Danach gab er in demselben Video zu, dass er ein Alkoholproblem hat und versprach seinen besorgten Zuschauern direkt mit dem Trinken für immer aufzuhören. Statt dann sich allerdings wieder mehr seiner Fitnesskarriere zu widmen, war bestimmt ernst gemeint und die im Video checken das nicht, fing er stattdessen mit Glücksspiel an und präsentierte seinen Zuschauern immer wieder Casino-Livestreams. Nachdem es in seinen Videos kurze Zeit tatsächlich so wirkte, als ob Ron wirklich nicht mehr trinken würde, tauchte er dann nicht mal ein Jahr später betrunken mit Fans auf der Fitnessmesse FIBO auf. Das Video kenne ich noch. Schenkte er gut gelaunt Wodka Energy aus und lief anschließend trinkend im Bademantel über die Veranstaltung. Vor den Augen von tausenden Besuchern zündete er sich dann sogar eine Zigarette in der Halle an und warf rauchend Geldscheine ins Publikum. Ab diesem Zeitpunkt war aus dem einstigen Fitness-YouTuber dann endgültig der partyverrückte Playboy geworden, als der er heute jedem bekannt ist. Ron begann nicht nur absolute Alpha-Move. Die alle geguckt haben. Seine Liebe zum Alkohol ganz offen zu seinem Markenzeichen zu machen, er umgab sich auch immer mehr mit attraktiven Frauen, die er teilweise in Scharen um sich versammelte. Ebenfalls fing er an, immer mehr Tabus zu brechen und postete nicht selten auch mal Bilder mit Frauen in sehr freizügigen Outfits. Weiß ich jetzt nicht. Manche Posts gingen sogar so weit. Da, Laura und Lou. Pearl. Dass er vom Werberat eine Drohung erhielt, der seine Inhalte als frauenfeindlich und diskriminierend einstufte. Finanziell lief es seit Rons Wandel allerdings sehr gut.
finanziell, wirtschaftlich, alles richtig macht der Mann. Gut für den YouTuber, der sogar anfing, eine eigene Wodka-Marke und Merch zu vertreiben. Eben. Alexa und keine Ahnung. Nee, Alexis und keine Ahnung. Ebenfalls brachte er sogar eigene Songs raus, in denen er seinen Lifestyle voller williger Frauen, Partys und Alkohol besingt. Bei dem, was als großer Spaß anfing, weiß man allerdings leider nicht mehr, ob es wirklich noch Spaß ist oder ob Ron mittlerweile ein echtes Alkoholproblem hat. Nachdem Ron im Alkoholrausch vor laufender Kamera in einem seiner Urlaube einer Frau die Füße geleckt hatte, die Story haben sie wieder gelöscht, wurde er bei Twitch gebannt und verlor eine große Einnahmequelle. Und als er versuchte, eine Bierflasche mit den Zähnen zu öffnen, brach er sich dabei einen Zahn ab. Auch wenn Ron selber seinen Lifestyle in Interviews verteidigt und erklärt, dass er einfach nur gerne Spaß habe, beginnen sich inzwischen einige Zuschauer in den Kommentaren unter seinen Videos Sorgen über seine Verfassung zu machen. Denn in aktuellen Videos erkennt man teilweise reale Folgen von jahrelangem Alkoholkonsum. So wirkt er beispielsweise immer wieder aufgedunsen und auch seine Sprache kommt oft verwaschen und undeutlich rüber. Manche vermuten allerdings, dass Rons Verhalten insgesamt nur eine große Show sei. Das ist auf keinen Fall, es ist keine Show. Der Mann ist so. Der Mann ist so. Ich war schon vor 4 Jahren oder so bei ihm zu Hause. Der Mann ist einfach so. Das ist er. Aber er teilt halt sein Leben so. Er ist halt so. Und feiern. Und so, also ich mache doch seine. Ich filme davon auch nicht so viel, weil ich finde es kacke, so viel von Alkohol und sowas zu posten, weil es halt blöd ist für die kleinen Zuschauer mäßig. Aber es wäre an sich, es ist schon feiern ein großer Bestandteil meines Lebens mäßig. Das ist schon das, was am meisten Bock macht, zum Beispiel im Urlaub. Weil das gleiche Video über Sydney. Es ist halt, keine Ahnung, so ein Zwiespalt, ne? Also einerseits, Alkohol ist legal und so. Und es ist halt auch, oder viele können nachempfinden, wie es ist zu feiern und es ist lustig und so, aber ich will halt auch nicht, dass sich andere da ein Beispiel nehmen, aber andererseits ist es doch halt lustig und die Leute, die es checken, die finden es auch cool. Ja. Weg dann für den Zweiten. Soll jeder machen, wie er soll. Also jeder machen, wie er will. Aber so, warum sollte man sich verstecken, wenn man halt viel feiern geht und es sein Content ist, dann ist es so. Und man muss sich das ja auch nicht angucken. In der zahlreichen Absturzvideos. Vorbild, das auf keinen Fall. Ron ist halt ein Mann, den. sollte man sich nicht als Vorbild nehmen, auf gar keinen Fall. Videos und Compilations beweisen, dass der eskalative Lebensstil, für den Ron von vielen immer noch gefeiert wird, mittlerweile eine echte Gefahr ist. In einem Podcast erzählte Ron beispielsweise, dass er in einer Partynacht immer sein ganzes Geld ausgibt. Egal, ob er mit 50 oder mit 3000 Euro im Portemonnaie losgegangen sei. Außerdem erwähnte er, dass er in echt noch schlimmer unterwegs sei als in seinen Videos und manchmal sogar seinen Eltern teilweise cooles Video. Videos schickt, in denen er sich unzensiert mit Frauen vergnügt. Sein Vater ist auch cool. Sein Vater ist auch cool. Ich war auch schon mit Rons Vater feiern, also da kommt auch mit manchmal. Laut eigener Aussage ist also nichts, was in seinen Videos zu sehen ist, fake. Tatsächlich ist Ron im echten Leben sogar noch wilder, als man es im Internet sieht. Obwohl immer wieder besorgte Menschen in seinem Umfeld versuchen, Ron auf den rechten Weg zu bringen, weil sie es schockierend finden, wenn er beispielsweise in der Öffentlichkeit erbricht, sieht Ron seinen Lebensstil nicht als Problem. Es gibt so viele Stories von dem Mann, ne? Also. Dramatisch an. Stattdessen erzählte er einmal sogar, dass er eine polnische Genetik habe und trotz des Alkohols sehr gut funktionieren würde. Es bleibt also ab. Also was ich an ihm bewundernswert finde, der Mann saugt sich zu und am nächsten Tag ist er wieder fit um 12 Uhr und haut sich wieder ein Bier rein. Das ist immer das. Ich bin erstmal tot bis 18 Uhr und kann nichts. Zu warten, ob Ron irgendwann seine Meinung nochmal ändern wird oder ob ihn sein Lebensstil letztlich zugrunde richtet. Aber was ist denn eure Meinung zu Ron Bilecki und seinem Lifestyle? Feiert ihr den YouTuber oder ist sein Content nicht wirklich eure Sache? Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut. Ja, ich denke mal, es sollten eher Ältere angucken, so ab 18 oder so, die auch.
die auch schon ein bisschen im Leben Erfahrung haben und wissen, was gut ist und was nicht. Und Ron ist mittlerweile 23, der ist so alt wie ich. So, warum sollte er nicht zeigen, was er macht in seinem Leben? So Charlie Sheen zum Beispiel ist ja auch so eine Person. Was denn? Ich kann dazu sagen, Ron faked nichts, der ist in echt genauso. Und er ist sehr korrekt, ich mag ihn sehr, kenne ihn schon lange. Und rest in peace an seine Leber. Yeah, yeah, yeah. We'll be right back.